Also du hast ja dann 1984 dieses Unternehmen gegründet. Wie war denn das damals? Ja, das war nicht so einfach, weil der Vorgänger, Arbeitgeber, die Storchemühle das nicht wollte. Aber am Schluss, nach viel Widerstände, haben wir begonnen mit dem Maxi-Cosi in 1984 auf der Messe zu zeigen und ab Januar 1985 auszuliefern. Erste Babyschale, noch einfacher wie heute, nur in der Gruppe 0, nur bis 9 Kilo. So die ganz frühe Starts. Also meine erste Erinnerung war bei uns im Keller in Guttmadinger-Randiger Straße. Ehemalige Bar, Ehemaliger das war Luftschutzkeller vom Opa halt. Luftschutzkeller, dann Bar und ja, das war dann noch das erste Büro, so als Provisorium, bevor wir umgezogen sind ins Nachbarhaus. Ja, und da war, bevor es Kinderautositze gab, war vom Opa ein Teeversand drin. Zuerst Drogerie, Großhandel, dann Teeversand. Ja, das war schon ein früher Vorgänger vom Internetgeschäft. Nur auf Katalogbasis, aber ja, Versand. Und in den Anfängen war es doch so, du hast bei der Storchmühle gearbeitet und dann gab es diese Maxi-Cosi-Babyschale und die Maxi-Cosi-Babyschale war dann aber der Start für das Unternehmen in Guttmadingen. Ja, die Maxi-Cosi-Babyschale hieß damals Dynamite, kam aus Amerika, war ein halbfertiges Produkt so für den amerikanischen Markt. Und Mitarbeiter von Storchemühle, ein Holländer, und ich haben das zusammen zum europäischen Produkt ein bisschen verbessert. Das Lager war die Garage und da hat man mit Leim, also Pinsel und Leim, dann DPD-Aufkleber Ja, auf da gab Kartons es noch keine selbstklebende Kette und da es im Winter kalt war, war das aber Schuhe, den Leim dann auch in trockene Phase zu bringen, bis die Stimmt. Pakete weg waren. Der Was danach kam, war, glaube ich, recht bald so Hygieneartikel aus Italien. Also ich erinnere mich so die an abgeladen, Kindertöpfchen, die genau, einen abgeladenen Kindertöpfchen, LKW ja. in der Hofeinfahrt mit genau, Kindertöpfe und Kinder- und Babybadewanne aus Aus Italien. Bergamo, Ja, ja. ja, Ja, das war unsere zweite Firma, die uns begleitet hat. Zu dem Zeitpunkt haben wir einfach neben dem Kinderautositz noch einen Geldbringer gebraucht. ja. Der Kinderautositz war eine Revolution, eine Babyschale gegen die Fahrtrichtung im Auto einzubauen. Da waren die Leute skeptisch. Da gab es immer wieder auch mal mit der Polizei sogar Probleme, die da gar nicht informiert war, dass es sowas genehmigt worden ist. Und dann war die Töpfchengeschichte aus Italien ein guter zusätzlicher Geldbringer. Und danach ging es dann in Lager quer durch Guttmadingen. Da haben wir ein altes Kino gemietet, wenn ich mich recht erinnere. Ein alter Lebensmittelmarkt. Lebensmittelmarkt mit dem Dorf drin, ein Kino mit dem Dorf. Das war immer schwierig, LKW zum Abladen. Wir mussten dann immer improvisieren und es war irgendwann notwendig, ein Lager zu bauen, ein richtiges. Und so sind wir ins Industriegebiet gekommen. Das war 92. 92, ja. 92. Ich erinnere mich an die EDV, die man damals hatte. Ich weiß, da gab es mal eine Situation, da war der einzige Mensch, der quasi wusste, wie man Lieferscheine macht oder Rechnungen schreibt, der war gerade irgendwo in Südamerika im Urlaub, oder? Hat man nicht mit dem ADAC nachher suchen lassen müssen? Sonst gingen keine Rechnungen raus, keine Lieferscheine. Oder hat er sich denn gemeldet oder ist er gefunden Ja, worden? der ist Okay. gefunden worden und hat wie eine Art Fernwartung geholfen. Ja. Ja, in der Zeit, da haben wir natürlich im Autositzbereich gleichzeitig mit dem Maxi-Cosi noch mehrere Produkte zusammen mit einem französischen Unternehmen entwickelt und richtige Meilensteine gesetzt. Ende 1985 hatten wir einen Autositz Gruppe 0 und 1 zusammen. Gab es bisher nicht, unvorstellbar. Gegen die Fahrtrichtung und mit der Fahrtautositz, wo man heute als Standard drüber redet, Reboard. Das war der erste Reboarder, wenn man Zu so sagt. dem Zeitpunkt hat man das Wort gar nicht gekannt. Und das war über mehr wie 10 Jahre unser Cash-Cow, unsere Garantie Der für Safety Paris hieß der so. Safety Paris. Und an dem haben wir auch weiter und weiter entwickelt. Und wenn man dann so nach 3, 4 Jahren Entwicklung Safety Paris sieht, hatten wir dann auch schon einen drehbaren, die Idee mit unserem französischen Partner zusammen, alles noch mit Handarbeit, konnte man aber den Sitz drehen, 360 Grad. In der 80er Jahre. In der 80er Jahre, das war 88, 89. Und dann ging es 30 Jahre, bis das zum Standard wurde. Wir haben das alleine gehabt, haben es dann auch wieder aufgegeben, weil es Leute zu wenig benutzt haben. Aber den Sitz auch schon mal elektrisch bewegt, mit Sitz- und Liegeposition, über Aschenbecherstecker. Und wir waren immer ein wenig getrieben, so im Wandel. So, die Konkurrenz
war eher etwas zurückhaltend und hat uns immer ein wenig belächelt, auf der einen Seite, aber auch immer versucht zu stoppen. Waren wir denn zu früh? Wir waren in manchen Dingen zu früh, mhm. ja. Also dieses Drehbare war eine richtige Innovation, aber wurde dort nicht erkannt. Mhm. Oder das mit dem elektrischen Remote Control, das sind Dinge, die heute in alle Industrie Standard ist. Mhm. Wir waren immer ein klein bisschen eine Zeit voraus. Mhm. Und dann haben wir uns noch in den Bereich Kinderwagen entwickelt. Diese Kinderwagenentwicklung, das kann man heute absehen. Wir sind vom preisgünstige, billige, klappbare Kinderwagen jetzt doch bei den richtig tollen, großen deutschen Modellen, die alle Normen entsprechen, die im Test gute Ergebnisse erzielen. Ja. Kinderwagen ist unser zweites Standbein, kann man sagen. Ja. In den 90er Jahren, Ende 90, 97, 98, haben wir nochmal die Mitbewerber aufgeschreckt. Wir haben einen Autositz entwickelt, Gruppe 1, 2, 3 in einem. Mhm. Das Kind konnte von 9 Monaten bis 1,50 Meter bis 36 Kilo im Autositz bleiben. Das war der Highway? Damals in der ganz ersten Form war Subway, etwas einfach, und dann haben wir auch daran gearbeitet und verbessert. Und am Schluss hieß er dann Highway und den haben wir bis heute im Programm. Mhm. Ja. Es kam dazu, dass man 2018 ein drehbarer Autositz entwickelt, von Geburt bis 1,50 Meter Größe. Mhm. Jeder hat gesagt, das ist nicht Fisch und es ist Fleisch, aber es funktioniert. Mhm. Und wir waren da ein Jahr fast alleine auf dem Markt. Und heute ist das bei den Wettbewerbern auch ein Muss. Mhm. Wir haben jetzt auch sehr früh uns gestellt, der neue Norm, R129. Mhm. Und zwischenzeitlich haben wir 4 Stück in R129. Mhm. Und das ist erst der Anfang. Ja, das zieht sich schon ein wenig durch wie ein roter Faden, dass wir immer gute Ideen haben, dann setzen wir sie um, dann bringen wir sie auf die Straße, aber wir reden nicht so stark drüber. Das Marketing war immer so zurückhaltend, wir haben uns immer an der Innovation gefreut. Wenn man in Guckmalding auf die Welt kommt und eine süddeutsche Mentalität hat, da hält man ein wenig hinterm Berg. Gell? Aber was wir noch gemacht haben, das erinnere ich mich auch, wir hatten Markteinführungen für ein paar Marken organisiert, also wo wir uns noch nicht so sehr um die Marke Osan kümmert haben. Da ist mir in Erinnerung geblieben, dass wir eben für den OK Baby in Italien mit seinem Hygieneartikel, wir haben für Graco. Für den Amerikaner, ja. Haben wir die Markteinführung gemacht. Ja. Safety First, auch eine Marke. Auch eine amerikanische Marke, wo wir eingeführt haben, im Sicherheitsbereich, ja, Sicherheit im Haus war das. Jetzt kann man schon sagen, dass wir dann irgendwann zur Jahrtausendwende dann ein Wechsel in der Strategie, dass wir uns sehr auf Osan fokussiert haben und gesagt haben, wir machen diese damals durchaus sehr erfolgreiche Marken- oder Markteinführungen als Dienstleister für Externe machen wir nicht mehr, sondern gucken jetzt konsequent auf uns selber. Ja, aber das, wenn man ein bisschen zurückdenkt, das war an und für sich geschuldet deinem Eintritt in der Firma nach deiner Lehre. Und als klar war, dass du auch den Laden übernimmst, dann haben wir ganz plötzlich auch an die nächste Generation gedacht, an langfristiges Denken, und seitdem investieren wir in unseren Namen. Hm. Und seitdem gibt es Marketing Osan, nicht nur Technik Osan, sondern auch jetzt aufmerksam unserem Namen gewidmet. Also dann kann man schon so sagen, dass wir in der Vergangenheit immer Meilensteine gesetzt haben, eben Babyschale, die erste, der drehbare Autositz und. Und dann haben wir dann jetzt hier in der Neuzeit, also das, was mich am ehesten anspringt oder was ja auch wieder so ein Gamechanger im Markt war, und jetzt auch adaptiert wird und plötzlich haben uns auch unsere Mitbewerber alles Produkt, ist dieser Kinderautositz drehbar, das man ja schon frühzeitig hatte, aber jetzt dann über alle Altersklassen. Von Geburt ab, ja. Von Geburt ab bis? Von Geburt bis 1,50 Meter. Das ist eine wichtige Entwicklung. Also wenn man das vergleicht, damals Maxikose Gruppe 0 ganz neu, würde ich sagen, ist das auch für uns eine ganz wichtige Geschichte und ist dem geschuldet, dass wir in 2015, 2016 unter Druck kamen, unser französischer Partner nicht mehr so treu war und plötzlich auch versucht hat, im deutschen Markt selber zu fischen, und da waren wir gezwungen, uns frei zu schwimmen. Wir sind 15 Ende, Anfang 16, ein Jahr lang ununterbrochen in Asien unterwegs gewesen, haben Fabriken sortiert, haben Fabrikgruppierungen aufgebaut und unsere eigene Linie kreiert. Und in 2018, Ende,
war das beste Produkt ein drehbarer Autositz von Geburt bis 150 cm. Das war bis dort nicht auf dem Markt. Ja, eigentlich auch unmöglich. Keiner hat in dem gedacht, weil es ist für jeden natürlich Getriebe gewesen, vier Autositze zu verkaufen, viermal das Kind zu bedienen. Auch unsere Gruppierung ist so aufgebaut, dass wir alle Autositze abdecken. Aber wir haben dann einen Autositz gebracht und der hat im Markt eine Revolution erzeugt. Ja, eine Revolution, weil wir genau am Bedarf, also wir haben vom Endverbraucher gedacht. Das soziale Punkt haben wir getroffen. Jetzt kauft einer einen Autositz und kann das Kind bis zum Schluss sicher begleiten. Mhm. Die Zulassungswerte sind gut gewesen, werden ständig verbessert. Wir haben mit dem Sitz heute Erfolg bei ADAC-Richtlinien und so weiter. Eben, dann haben wir jetzt den 2018 die ganze Serie mit drehbaren Kinderautositze, zu dem Zeitpunkt in der ECR 4404. Und jetzt sind wir gerade dran, genau diese Kinderautositze in die 129. In die neueste Norm. Zu übersetzen, was eine gewisse Herausforderung ist. Und auch viele sich die Zähne dran ausbeißen. Aber es gelingt uns offensichtlich gerade recht gut. Also da kommt einiges auf uns zu. Und was für mich persönlich auch ein besonderes Highlight ist, ist diese Kombination zwischen smarter Technologie und Kinderautositz. Die wir jetzt hier anfangen mit unserer Klimax-Serie von einem Kinderautositz, der kühlt im Sommer und warm macht im Winter. Und zwar so wieder auch vom Endverbraucher gedacht oder vom Kind her gedacht, weil wenn ich ein Kind im Auto transportiere, habe ich es immer am besten, am einfachsten, wenn das Kind zufrieden ist und nicht schwitzt oder nicht frieren muss und sich anschnallen lässt, sich gut anschnallen kann. Ich keine Jacke brauche im Winter, weil ich die Gurte eng oder durch die Gurte eng anbringen kann. Und das sind so kleine Ideen, weit weg von Kommerz gedacht, sondern tatsächlich vom Bedarf vom Kind. Und jetzt haben wir noch einen Unterschied zu ganz früher. Früher hatten wir diese Ideen auch, da haben wir sie ausgerollt und gesagt, okay, super, guck mal, funktioniert ja alles. Und man hat auch gar nicht so richtig gewusst, dass in den 80er Jahren, dass da eine Firma Osan aus Gutmerdingen, aus Baden-Württemberg, vom Bodensee dahinter steckt. Jetzt tragen wir es nach außen und tatsächlich... Fallen wir auf und wir werden prämiert. Wir haben den German Design Award, wir sind einer der Top 100 Innovatoren in Deutschland, wir sind Wachstumschampion und das sind ja alles Dinge, die hat sich jetzt nicht unsere Marketingabteilung ausgedacht, sondern das Marketing ist dazu da, uns sichtbar zu machen, die Marke sichtbar zu machen und die Produkte. Und das ist schon für das ganze Team eine tolle Bestätigung, weil wir natürlich uns freuen, wenn wir Dinge verkaufen und wenn wir Briefe bekommen von den Endverbrauchern oder E-Mails, dass unsere Produkte funktionieren und die Kinder sich... Unsere Technik ist einfach gut. So eine Auszeichnung, das hat schon was. Man mag es ja gar nicht mehr hören, gell? Aber jetzt hatten wir in der bewegten Firmenhistorie und Familienhistorie schon viele Herausforderungen meistern dürfen. Müssen. Und jetzt hat man 2020 eine Pandemie. So im Nachhinein betrachtet, wenn ich mir anschaue, wie wir da performt haben als Team, als Osan, alle Mitarbeiter, dass wir recht schnell uns auf unsere Kernkompetenzen besonnen haben und einfach so viele gute Dinge entwickelt haben. Wir haben den Markt mit Masken versorgt und wir haben Teams gebildet, die innovativ gearbeitet haben. Wir haben unsere komplette IT umgestellt. Sofort bei Videokonferenzen waren wir dabei, vom ersten Tag an. Osan TV eingerichtet, seitdem gibt es Osan TV. Oder der Hashtag Gesicht zeigen, dass plötzlich jeder auch bereit ist, in die Kamera zu sprechen und dort... Große Abnehmer waren, der staunt wie so ein kleiner Lader. Ja. Also das ist vielleicht einer der Besonderheiten und der Vorteile, die wir haben, weil wir einfach ein kleines Familienunternehmen sind, dass wir schnell umsetzen können, dass wenn wir eine Idee sehen, da braucht es keine langen Wege, wir setzen die um. Und auch wiederum war es so ein Moment, das haben wir so 3-4 Mal eine ganze Firmenhistorie und ich behaupte in 2020 wieder, es war wieder so ein Moment, der uns zeigt hat, wir sollen uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren und das ist unter anderem oder hauptsächlich die Innovation. Ja. Man rennt immer so und lässt die Dinge so an sich vorbeilaufen. Das habe ich dem Team kürzlich auch gesagt, wir vergessen ganz unsere Erfolge zu feiern und wenn man darüber spricht, merkt man erst mal was herausragend. Ja, das können wir ganz optimistisch in 2022 schauen. Und im Vergleich mit großen Konzernen sind wir, ich behaupte einfach, schneller und innovativer. Wir sind ja so fast das letzte gallische Dorf der Kinderautositzhersteller auf der ganzen Welt. Gibt es ja kaum mehr. Also mir fällt gerade niemand ein, der aus so einer Struktur, wie wir sie sind, Entwicklung, Vertrieb und Herstellung aus einer Hand. Ja, jetzt haben wir dann mal in Neckhalte und haben das Büro gegen das Wohnzimmer gewechselt und uns austauscht. Ja,
Also mir hat es großen Spaß gemacht. Mir auch. Der Rückblick ist ganz wichtig gewesen und ich glaube, wir können sehr optimistisch nach 2022 schauen. Und was mir jetzt auch hängen geblieben ist im Gespräch, wir müssen dringend ein paar Erfolge nachfeiern mit unserem Team, mit allen Freunden und Bekannten. Das machen wir, sobald wir dürfen. Bis dahin wünschen wir allen unseren Freunden, allen Mitarbeitern, allen Kunden, allen, die ein OSAM-Produkt besitzen und Freude dran haben, frohe Weihnachten und wunderschönen Start, einen guten Start ins neue Jahr. Und bleib gesund. Schöne Grüße vom Bodensee. Tschüss. Danke.